Es ist einfach nur irre. Hallo liebe Rasenfreaks! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, back to the roots würde ich mal sagen. Back to the roots. Wir werden heute mal wieder einfach nur mähen. Ja, wir haben lange nicht gemäht. Wir waren wieder ein paar Tage unterwegs. Mal wieder ein bisschen in Dänemark. Ein paar Tage Auszeit genommen. Und mein lieber Nachbar hat am Donnerstag gemäht. Heute ist Montag, der 26. August. Oh, und ja, es ist herrlich. Ich habe auch gedüngt am letzten Montag, also letzte Woche Montag, genau vor einer Woche, habe ich gedüngt mit dem CG909 von Firma Grasshopper. Ein super Produkt. Auch da habe ich das Gefühl, dass der Dünger jetzt langsam durchschlägt. Guckt euch mal das Grün an. Guckt euch mal das Grün an. Es ist unfassbar sensationell. Ich habe noch eine Schadstelle hier, die will immer noch nicht so richtig zuwachsen. Schon ein paar Mal bearbeitet, gelocht, aber die tut sich schwer nach wie vor. Aber sonst sensationell. Sensationell. Wir mähen jetzt hier einmal das Grün und dann das Fairway. Und ja, könnt ihr zuschauen. Viel Spaß dabei. So, Dinger weg. Ich glaube, jetzt nochmal die Kamera um. Ich zeige euch auch gleich nochmal das Grün aus der Nähe. Es ist Wahnsinn. Ich bin immer noch bei 5,5 mm. Also ich habe mich noch nicht getraut, tiefer zu gehen. Ziel ist nach wie vor 5. Jetzt ist ja der Sommer vorbei. Oh. Oh. Ah. Ist ja jetzt drin? Nee. Ja, nicht, dass ihr jetzt meckert wieder. Die Maschine ist ein bisschen laut. Ich muss sie backlappen. Wow. Wow. Also sie läuft jetzt ein bisschen laut. Die braucht dringend Backlapping. Die Spindel habe ich noch nicht gemacht. Aber, oh, komm, da müsst ihr mal ran. Da müsst ihr mal ran. Das ist ja, das ist ja der absolute crazy Wahnsinn. Ich versuche ja immer so ein irgendein Objekt mit drauf zu haben. Es ist oh, ungemäht. Mein Nachbar hat mir den Falkenstein gemäht, den habe ich auf 6 mm gestellt. Ist doch ordentlich rausgewachsen. Das sind jetzt hier 5,5. Das ist also ehrlich der E-Flex. Okay. Schatz, guck doch mal. Dann musst du dir mal das Mikro um. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Bist du glücklich? Ja. Sehr schön. Aber was sagst du denn? Ja, sieht immer aus. Oh. Aus wie ein Teppich. Kunstrasen reingelegt. Kunstrasen. Ja, das ist nur Kunstrasen. Unglaublich. Boah. Aber allein wie die Streifen da rauskommen.
Uiuiuiuiuiui. Ich würde es euch gerne in live zeigen. Aber da zeigt sich auch wieder, weniger ist mehr. Nicht so oft mähen. Lass das Gras in Ruhe ein bisschen rauswachsen. Schon den Rasen, gerade die Festuca rupa, der Rotschwingel, der will nicht dauernd gequält werden. Hier ist auch ganz viel Rotschwingel jetzt schon drin. Dann sieht man, es ganz viele feine Helmchen. Absolut irre. Da kannst du noch mit der Kamera noch mal rankommen, Schatzi, noch mal versuchen, hier noch mal so aus der Nähe zu filmen. Also das macht dann doch richtig Spaß. Hier und da mal eine kleine Poa dazwischen, aber überhaupt nicht schlimm. Wir sind hier zurzeit, ich glaube, lass es 10 sein, 10 oder 11 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter. Ich müsste mal nachgucken, aber doch weniger, als ich eigentlich düngen wollte. Ah, das sieht so gut aus, da muss ich gar nicht mehr tun. Irre. Was jetzt? Soll ich noch angucken? Ja, komm mal bitte ran. Es ist einfach nur irre. Es ist auch kaum braune Gräser dazwischen. Ja, er muss jetzt ein bisschen öfters gemäht werden. Wenn ich hier rüber streiche, dann streiche ich hier so ein paar Agrostis-Blättchen raus. Aber, boah. Ja, es ist wirklich fantastisch. Also, Wahnsinn. Ja, ich kann das nicht in allen Einzelheiten euch erklären, was ich alles gemacht habe dieses Jahr. Ich war auf jeden Fall sehr viel konsequenter mit Sand, mit Aerifizieren. Ich habe eben das erste Mal eben auch dieses Eisensulfat eingesetzt. Ah, die Sonne ist da. Wenn ihr mein Gesicht seht. Also ich habe das Eisensulfat zum ersten Mal eingesetzt. Das macht natürlich eine tolle grüne Farbe. Mangan hat massiv gefehlt. Oh, ich muss mir mal hier umwischen. Das ist unglaublich. Und ja, Silizium hilft auch, um diese wahnsinnigen Pilzkrankheiten ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das hat jetzt wieder funktioniert. Es war brutal, wie sich das hier in kürzester Zeit letzte Woche wieder ausgebreitet hat. Aber es ändert sich auch schnell wieder. Und das ist das Schöne, ne? Nach einer Woche, boom, so toll wieder, so toll. Gut, jetzt nehmen wir das Fairway. So, am liebsten mähe ich natürlich hier an der Südkante immer so längs runter. Aber es ist ja ganz wichtig, dass man an alle vier Richtungen mäht. Also mähe ich heute quer, was natürlich deutlich aufwendiger ist. Egal. Tschüss.